Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda. Mit einem wunderschönen Gähn begrüße ich euch zu einem neuen Part. Wir schreiben. Ich hab Nüsse. 8 Stück sogar. Geil. Nee, geh weg, mit dir will ich nicht reden. Bist doof. So, ja, was steht an? Was haben wir in der letzten Folge gemacht, die ziemlich lange war? Wir haben Lord Yabu Yabu betreten. Wir waren im Inneren. Ich muss den Sound bei mir selbst mal leiser machen. Nein, nicht raus. Nein. Du unnötiges. Die Kraft aus dem Inneren. Die Kraft. Ich finde das auch so realistisch. Realistisch. Wie die Leiter da hängt. Realistisch. Die hängt einfach in der Luft. Einfach so in der Luft. Jo. Und ja. Lord Yabu Yabu. Ach, der verpackte Wasserfall. Haben wir betreten, nicht bezwungen. Das, wie hieß der Endboss nochmal? Zu lange her. Irgend so ein hässliches Schwammelvieh. Dr. Gornipus. Nee, Urgott. Ach so, ja, ich wollte ja nicht mehr gegenüber deiner Mutter feindlich sein. Egal. Das war jetzt abgrundtief. Realistisch. Ja, wir haben den blauen Saphir der Zoras, ist das, glaube ich. Falsch. Was dann? Blauen Kondom. Achso, ja, stimmt, das blaue Kondom der Zoras. Ach, stimmt, ja. Was habe ich eigentlich bei dem Nüsse gekauft, Erbsen gekauft? Ich kaufe Erbsen. WTF. Ja, da gehe ich jetzt noch schnell hin. Wir haben alle 3 Steine und müssen... Ich muss gleich eh wieder ins Inventar. Komm, kommentier du mal ein bisschen. Ja, hallo. Bitte alle Josh deabonnieren und mich abonnieren. Dennis, der will dich schon abonnieren. So, jetzt darfst du den reden. Mach am besten Finger am Mund und machst dazu, dass du was essen. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie sehen nicht besonders gut. Sie gehen nicht besonders gut. Ja, ist mir schon klar, dass Erbsen nicht gehen können. Wie wäre es mit Zentrominen erstellen? Jo. Düdelü. Die Wundererbse sucht nach einer Stelle, um sie mit einzupflanzen. Warte ab, was passiert? Im Gegenstandsbild. Es gibt eine Menge Orte. Das ist mir sowas von Schande egal. Dennis? Ein paar Wundererbsen gefällig, sie sind doch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubinen erstellen? Jo, warum nicht? So, waren das? Das müssten jetzt eigentlich alle gewesen sein, die ich jetzt für den Anfang hole. Dann müsste ich noch, bevor ich zum da hingehe, wo ich jetzt hin muss, ich will ja nicht die das nicht kennen, dass ich eher bezweifle, spoilern. Denn auf dem Friedhof gibt's auch so eine Stelle, in der man ein Herzteil bekommt. Deswegen gehe ich jetzt erst zum Friedhof. Realistisch. Genau, sehe ich auch so. Ein Friedhof, ein Herzteil, klingt irgendwie ein bisschen... Ja, ich gehe mal eben ins Inventar, dauert ja eh wieder ewig lange und so. Und weiter geht's. Er hat mich während der Pause als Noob bezeichnet. Ich sag nur, wie es ist. Doch zu lügen. Ich will jetzt nichts hören. Ich möchte mal eure Meinung gegenüber Leuten hören. Als anderen ich will kein Let's Player schlecht machen. Das mache ich nie im Leben. Nee, ja, aber wäre ein bisschen ja, banal. Ja, ich weiß. Und wie findet ihr das eigentlich, wenn jemand im Let's Play, also im Aufnehmen, einfach mal voll reinrülpst? Klassisches Beispiel, ein wildes Dennis. Das ist jetzt richtig assi. Du Drecksau. Du Dreckassi. Du Penis. Oh. Du Arsch. Ich muss was trinken. Das reicht nicht, das reicht nicht. Das war der Tigger. Achso, ja, der Tigger. Egal. Tegal. Boah, jetzt stinkt das. Puh. Junge. Fängt das jetzt schon wieder so an. Und guck mal, du siehst ja den ganzen Bildschirm. Guck mal auf Camtasia unten. Auf die Aufnahme.
Der Balken geht nicht runter. Ja, warum? Ich habe das gleiche Headset wieder und... Lol. So. Jetzt ist Nacht. Es ist nackt und so. So, wenn ich jetzt hingehen würde mit einer Flasche, die Käfer fange und da reinschmeiße, kommt eine Skulptur raus. Das geht auch, wenn der Samen drin ist, also keine Angst. Ein Käfer in der Flasche einfangen. Boah, ich hasse dich dafür. Ja, und dann lässt du ihn. Das Geile ist, du fängst einen Käfer, einen einzigen. Du leerst das Glas aus und hast dann 3 Käfer. Oh, bitte. Du fängst einen, der kann sich mit keinem paaren. Na gut, vielleicht haben sie vorher so gemacht und... Plankton, die teilen sich auf, so in der Mitte durchschneiden, damit auf einmal 2 kommen. Würmer auch. Ja. Fällt das eine Ende vom Regenwurm ab, lebt die andere Hälfte weiter. Okay. Realistisch. Wusste ich gar nicht. Aber gucken wir mal link unter den Schlüpfer, wenn ich den krieg. I see you. Boah, wie hässlich das aussieht. Ja, das sehe ich in der Aufnahme, dass das sich dann mal extra lange drin für mich. Hey! Warte. Du besetzt nun die. Das ist Navi. Das ist Navi und nicht irgendein Schwuchtel. Lass uns nach. Okay, lass uns nach Hyrule gehen. Ich hab was getrunken und zwar von. Es fängt mit Schleichwerbung, fick dich. Es fängt mit F an und hört mit Lört auf. Und es ist Limette. Es schmeckt recht geil. Cola? Wenn's Limette ist. Cola Limette. Nee, es schmeckt ganz okay, nur nicht wenn's warm ist, dann schmeckt es einfach nur zum Kotzen. Heute auf der Arbeit habe ich. Nach warmer Limette. Ich hab's auf der Arbeit neben der Heizung stehen lassen. Verdenkst du, wie das geschmeckt hat? Heiße Was Zitrone. Ist das denn jetzt? Wieso spackt das Gamepad rum? Gut. Ey! Siehst du das gerade? Mhm. Ich mach gar nichts, ne? Nein. Ich hab mich später, wir brauchen eine kleine Pause. Ich merk's, warte, ich mach mal das Gamepad raus und nochmal rein. Aber das lasse ich jetzt einfach drin. Oh, jetzt muss ich. Ja, genau, Moment. Gott sei Dank hab ich. Scheiße, jetzt finde ich die Port nicht, weil es dunkel ist. Scheiße. Tut realistisch. Dennis, erzähl mal was. Ich muss den scheiß Port suchen. Okay. Das also, wie gesagt, Video nein, downloaden. So. Dödöd. Macht er die Scheiße jetzt nochmal? Nein. Wunderbar. Das finde ich schön. Das ist ganz auseinander. Oh, da ist eine Maus im Bild. Ich wette mit dir, ich vergesse es wieder, die Maus rauszumachen in Camtasia. Wie du es mir einmal auch gesagt hast, so im Video. Ach, ich schneide das raus und mitten auf Link war so eine Maus drauf. Und du hast sogar extra gesagt, ich mach das raus. Cutscene und so, weißt. Wir müssen ein bisschen reden, sonst kommt Copyright und so. Nee, nicht auf so alte Spiele. Doch, doch, so Sony und WMG und... WMG? Dafür WMG habe ich auch eine tolle Übersetzung. Wirtschaftssimulator mit Gronkh. Oh, wäre das geil, wenn du jetzt so ein Virus hättest und immer so eine kleine Pornoseiten aufploppen, oh. Und das so mitten davor kommt und auf einmal alle Leute so ein Ding sehen. Ist sie stöhnt, okay. Moment, pausieren. Warte, nein, es wollte sich pausieren. Einfach so, weißt du, wisst ihr so. Gennendorf sieht ein bisschen krank aus. Der hat so einen leichten Grünton so, im Gesicht. Die bist, glaube ich, schlecht. Guck mal seine Nase an.
Realistisch. Der Kerl sieht aus, als hätte ihm einer voll auf die Fresse gehauen, der Mund zurück, der Kiefer zurückgeschoben und die Nase nach vorne. Das ist so ein Mensch, das ist so auch. Banane. Verdammt, sie ist fort, du da, kleiner Wicht! Ich hab statt Wicht Wichser gewesen, aber auch egal. Du musst das weise Pferd gesehen haben, in welche Richtung sind sie entkommen? Antworte mir! Du bist hässlich. Glaubst du im Ernst, dass du sie vor mir schützen kannst? Nein, ich muss dir nicht rülpsen. Oh, ich muss aber einen Moment, ich muss mal kurz. Wie der aus. War der gerade laut, ey. Wie der aussieht von vorne. Du hast Mut. Doch Mut kann manchmal tödlich sein. Pardon. I'm firing my laser. Kamehameha. Nee, das war's nicht. Das müsste jetzt sagt er nochmal dreckig. Armseliger Tropf, weißt du, wem du gegenüberstehst? Ich bin Pornodorf, der King der Gerudo-Männer, Weiber. Twitter. Und jetzt guckt Link ganz, ganz toll. Sein Schwert steht auch wieder komisch. Guck, wie der jetzt aussieht. Das Geile ist, wie er die Hand noch hält, die rechte Hand wegen dem Schild, weil man normalerweise davon ausgeht, dass du mit dem kleinen Schild rumrennst. Ist ganz witzig, aber pff. Ich hab's vergessen. Nee, gut. Moment. Rupees, wir holen jetzt noch Rupees. Ach nee, wir müssen ja eh noch erst da unten hin. Ha, ha, ich hab's fast vergessen. So, warte, wie ging das nochmal so, ne? Nein, jetzt nicht in die Stadt. Danke. Ja, ihr wisst, da gibt's drei. Und wir erhalten. Was ist das? Erstmal eine Navi. Was mag das sein? Es ist. Oh mein Gott, es ist. Erstmal Feld tauchen. Oh mein Gott, es ist. Feld. Nee. Die Analtrompete der Zeit. Die Analtrompete ist ein Artefakt. Nein. Man muss das schon richtig übersetzen. Die Analtrompete der Zeit. Die Analtrompete ist ein Artefakt aus dem Besitz des Königs. Sie hat geheimnisvolle Kräfte. Ich sag da jetzt nichts dazu. Oh mein Gott, Flashback! Flashback. Das ist Zelda, ne? Du musst die sagen. Schnell! Link, kannst du mich hören? Nein. Ich bin es Zelda. Link, nun, da du die Nahtrompete in deinen Händen hältst, bin ich schon weit entfernt. Was macht die da bitte? Ich versuche auf dich zu warten. Die Zeit drängte. Doch, die Zeit drängte. Jetzt bläst sie rein. Zumindest konnte ich dir die Nahtrompete übergeben. Und diese Melodie. Die bläst da rein, ne? Diese Melodie öffnet das Pornotal. Ach so. Zeitportal. Für die, die Majora's Mask kennen, wissen, dass wenn man diese Melodie rückwärts spielt, also nicht rechts A runter, sondern runter A rechts, wird die Zeit verlangsamt. In Majora's Mask hier nicht. La, 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 la. Du elender Spoiler, du. Nein, das kriegst du auch gesagt. Von der Vogelscheuche, als indirekter Tipp. Jo. Nur für die, die spielen, ich werde Majora's Mask niemals in meinem Leben anfassen. Das ist meiner Meinung. Oh, du hast die Hymne der Zeit erlernt. Trollololololol. Dum bum 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 bum. Du bist. Achso, Wulan Link. Ich spiele diese Melodie in der Zitadelle der Zeit vor dem Zeitalter. Z-
Zeit, Alter. Alter, guck mal, jetzt sind wir aus dem Wasser draußen und Link, hä? Hä? Wieso hab ich einen Weißt du, was ich sagen wollte? Eins interessiert mich jetzt. Wo ist die Brücke hin? Okay, eins interessiert mich. Sind die Rubine jetzt da? Wieder da, ja, so. Jo, lol. Okay, da war... Hast du das gerade gesehen, wo der hin ist? Mhm. Ah, Kevin! Ah, lass ihn doch drin, er ist doch schon in... Nee, doch, lass ihn drin. Die Mistkröte. Trollololololol. Achso, ja, ach, egal. Dann mache ich mal ein anderes Mal mit den Masken da. Und wieso ist Link so weiß, so bleich? Wurde er etwa angestrahlt von Licht? Lustige Grafikfehler. Zitadelle der Zeit. Ja, okay, reicht. Wir spulen das Ganze jetzt vor und machen das Epicness halber aber so weiter. Achso, halt, wir müssen erstmal lesen. Na toll. Toll gelesen, Lupe. Hier sind drei Vertiefungen und eine Inschrift. Jena mit den drei heiligen Steinen. Jena mit den drei heiligen Kondomen. Nehme seine Analtrompete zur Hand und spiele hier die Hymne der Zeit. Seltsam, aber so steht es geschrieben. Seltsam, er kommt mir so verkauft vor. Es mag nur hinter diesem Tor sein. Laufen wir hinein. In den Lichterschein sehen wir auf einem Stein. In einem Stein ein Schwert. Ist es... Link, ist das nicht? Punkt, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Fängst du jetzt schon so an wie ich? Nein. Diese legendäre Klinge, Punkt, Punkt, Punkt. Das Master-Schwert, Ausrufezeichen. Mit Hilfe. Wir gehen jetzt ganz Epicness halber. Oh, jetzt muss dazwischen rübsen. Ich versuch's anzupassen. Was, den Rübster oder was? Nee. Ich hätte das in der Hand halt. Komisch irgendwie. Die eine Hand ist im Schwertgriff, die andere irgendwo außen. Tüdelüdü, tüdelü. Hahaha. Hahaha. Du hast gezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Analportal. Ich sag jetzt nichts. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Punkt, Punkt, Punkt.
Ich muss dir danken, kleiner Ausrufezeichen. Alter, stell dir vor, der hätte so gelacht. Alter, das musst du einziehen. Soll ich den so lachen? Ja, nee. Soll ich den reden? Oder willst du? Nee, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Achso, ja doch. Link. Wach auf. Du bist die Auserwählte. Das Auserwählte. Dann weiß nicht, was es ist. Es ist ein Link. Was ist das? Grütze, Pisse, nein, was ist das? Wasser, oh mein Gott. Und ein, was war das da am Ecken? Gott, ich würde voll Angst haben, ey. Blick mal, du warst in der Zitadelle, pennst ein, wachst irgendwo anders auf, weiß nicht, wo du bist, ne? Wirst du voll Panik schieben, ey. Und hattest im Traum einen schwarzen... Ein fetter, alter Sack. Mit Bart. Ich bin Rauru, einer der Weisen. Und der fetteste dazu. Ich habe die Zeit der Zitadelle erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der dicken, Weisen. Tempel der Dunkelheit, Licht des Lichts. Der Tempel der des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Pornodorfs. Das Master-Bindestrich-Schwert. Komma, das alles Böse vernichtet und dass du aus dem Zeitenfels zogst, komma, öffnete das Reich. Öffne das Tor zum Heiligen Reich, Ausrufezeichen. Link, erschrick nicht. Schau dich an. Du bist so hässlich. Du bist Pornodarsteller. Überleg mal, ich stell dir vor, da wurde sie jetzt so ein Trünner stehen mit Haken. Nee, stell dir mal vor, dein Bruder würde das Ding ziehen und würde dann auf einmal so aussehen. Ich würde den so verprügeln. Sinolink. Ah, nee, das bist du. Sinolink, du bist gewachsen. Du bist älter geworden. Wer hat Magic Mushroom gegessen? Jetzt soll ich das trinken. Das Monster, bin ich schon schwert, hat eine heilige Klinge. Nee, ehrlich, ich bin niemals drauf gekommen, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Doch, hier, Gandalf, schenke ich dir. Nur jener, der zu Recht den Namen Frau der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Band, WTF. Nun, es ist Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun, hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Nee. Nö. Doch vergieß niemals. Obwohl du nur mit edelsten Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Pornodorf dadurch das Heilige Reich betreten können, um Pornos zu drehen. Oh mein Gott. Er rieß das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich. Durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister der Pornos. Alter, wir müssen ihn stoppen. Seine schwarze Macht. Warum lachst du jetzt? Achso, ja, doch, ich kann's nur denken. Meinst du das zwischen den Beinen? Bitte. Nein, ey. Ah, nee. Nein. Okay. Seine Macht wird sich Mann, komm, ist gut jetzt. Seine dunkle Macht überzog ganz. Okay, stopp. Das war jetzt eine Anspielung auf, du kannst es denken. Entweitet die Tempel und verwandelt das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Hm.
Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering. Selbst in diesem heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weißen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Ich bin mal kurz aufgekommen. Jo, die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der sieben Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Raucher, bin einer dieser Weisen, der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken. Bist du die Frau der Zeiten? Du bist Träger des Masterbündischen Schwerts, dazu auserwählt. Du bist Deutschland. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Okay, ich habe auch so eine Macht. Die schwarze Macht. Boah. Ja, unser erstes Amulett, das war das Schwester-Dungeon im Spiel. Das Amulett des Lichts, Raucher der Weise, gibt dir seine Kraft. Nun bist du voll erregt. Jetzt müssen wir Kondomringe sammeln. Toll. Finde die anderen Kondomweisen und rette Hyrule. Von den Pornos. Mit Macht. Voll die übelste Grafik, Mann. So, ich hoffe, das war's jetzt endlich mal. Wie auf einmal alles so dunkel ist. Oh, Dennis? Ja? Link, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit, aber sind wirklich 7 Jahre vergangen. Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Ich hab nicht paar, was zu tun, hä? Swing und so heißt. Ich weiß, wer das ist. Du auch? Nein. Gut. Warte, für dich war doch das Spiel an irgendeiner Stelle blind, oder? Das ist jetzt immer noch blind. Ich weiß, was das ist. Ja, wer es nicht kennt, wir werden es nicht sagen. Für alle, die Super Smash Brothers spielen oder Super Smash Brothers Bravel, wie ich immer sage, der weiß direkt, wer das ist. Und wer will die sagen? Du, verstell mal deine Stimme. Wie mache ich denn das? Einfach, jetzt würde Tigger nicht schaden, ne? Das wirst du doch wohl irgendwie auf die Reihe kriegen. Nö. Toll. Ja, okay. Ich habe auf dich... Nein, das klingt scheiße. Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weil jene Weisen, die von der Stimme des heiligen Kondoms erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. In den 5 Bordells, eher gesagt. Ja. Muss ja gut klingen. Ja. Einer in den dunklen Bordell. Einer auf offen hohen Bordell. Einer im tiefen Bordell. Einer an der Stätte des Bordells. Bordell des Todes, besser gesagt. Eines innerhalb der Göttin des Bordells. Innerhalb. Zusammen mit dem Auserwählten zusammen mit den Auserwählten werden diese Kräfte ein. Lol, was habe ich für Face? Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben. Dies ist die Legende der Bordells,
wie sie von meinem Volk, den Oshiaka, überliefert wurde. Ich bin Shirk. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Shirka an. Wahrlich, du siehst aus wie ein Schwertheld. Aus wie der, der uns verzeiht wurde. Tapfer, du hältst das Master Schwert in deinen Hand. Der hält auch noch andere Sachen in der Hand. Willst du die Prophezeiung erfüllen? So, suche nach den 5 Temp-Bordells und befreie die dort eingesperrten 5 Nutten. Einer von ihnen wartet im Wald-Bordell darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen. Es ist eine Hure, an die... an das du dich sicher erinnern wirst. Okay, sie will sich mir offenbaren. Ah. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf der heiligen Kondrum nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. Kannst du den Bordell, kannst du das Bordell betreten. So höre meine Worte und begib dich nach, Kakariko. Um dort... Oh, Kevin, fick dich! Aha. Um dort das... Fick dich! Um... Fick dich! Um... Fick dich! Sei mal kurz leise. Um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden? Link. Link? Ich heiße Kevin. Nein, du heißt Link. Hast du mich verstanden? Ja, Leute. Wir sollen, ja, mach du das mal. Ja, wir sollen jetzt zum Kaka, zum Popo Rico Friedhof gehen und da zum Friedhof gehen und am Friedhof dann einen friedhofigen Friedhof finden und am Friedhof sollen wir den Frieden im Hofe stören und ja. Ist dabei schon die gequillte Scheiße zusammen. Aber das besser als die schwarze Macht. Da hätten sie auch dunkle Macht hinschreiben sollen können, aber es kommt ja im Endeffekt aufs Gleiche raus. Aber egal. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Tluff. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Nee, du siehst ja meine Maus, ne? T-L-O-Z. Tluff. Tlotz. Nee, Tlotz. Wie komme ich auf F? Tlotz. Genau, in der nächsten Folge von Tlotz gehen wir zum Friedhof und wenn dort etwas erledigen. Aber bis dahin. Ciao. Papierkopf in den Papierkopf verschieben.